Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute geht es, ihr seht es an meinem Freund Professor Ganteführ, mal wieder um Energie und zwar die Frage, welche Stromspeicher gibt es eigentlich und welche haben vielleicht die meiste Zukunft. Das heißt, wir versuchen mal einen ganz groben Überblick zu geben über das, was es eigentlich gibt und vielleicht mal darüber zu sprechen, gibt es Speicherformen, Speicherarten, die prinzipiell besonders geeignet sind oder für bestimmte Aufgaben besonders geeignet sind, welche Aufgaben gibt es überhaupt zum Speichern und so weiter. Ich habe hier mal was aufgebaut, vielleicht Gerd, kannst du mal kurz daraufhin schon eine Vermutung anstellen, was das symbolisieren soll. Also es gibt ja, glaube ich, vor allem vier Speicher oder Energiezustände, richtig? Ja, also hallo erstmal. Also Tobias hatte mir das vorher schon gezeigt. Also das ist ein Wärmespeicher hier, den nutzt man ja als Wärmflasche im Bett, wenn abends kalt ist. Ja. Dann haben wir hier Lageenergie. Das heißt, man kann zum Beispiel schwere Gewichte, also das ist jetzt nur eine Glasmurmel, aber so ein Betonklotz, der dann mal 35 Tonnen wiegt, hochhieven, steckt man Energie rein und wenn er runterrollt, dann kann man damit einen Dynamo, einen Generator antreiben und gewinnt damit Strom zurück. Das ist Lageenergie. Und dann haben wir hier die normalen Batterien, die kennen wir ja alle. Also zum Beispiel Elektromobilität mit den Autos. Und zum Schluss den chemischen Energiespeicher. Und ich glaube, diese Kerze wird noch lange brennen, auch wenn die Batterien von den Kameras, hier sind drei Kameras, wenn die ausgegangen sind. Mir geht es ja heute nicht um Wärme, sondern mir geht es um Strom. Also wie kann man Strom speichern und dann wieder zu Strom machen? Wir gehen mal von unserer Problematik aus, die wir hier haben, dass wir Photovoltaik haben, dass wir Windkraft haben, dass wir Wasserkraft haben, was ja schon diese Form von ist. Und wir wollen die speichern und dann transportieren und dann wieder verwenden. Das heißt, wir haben auch verschiedene Aufgaben, was Speicher können soll. Wir haben natürlich stationär oder mobile Speicher. Also beim Auto brauchen wir es mobil. Ja. Wenn wir mit Strom heizen würden oder wenn wir irgendwo ein Gerät anschließen, brauchen wir es erstmal stationär. Dann haben wir die Frage, brauchen wir einen Langzeit- oder einen Kurzzeitspeicher? Genau. Das ist ein Unterschied, ob ich den Strom, den ich im Sommer übrig habe, für den Winter speichern möchte oder ob ich mal kurz für einen Stromausfall gewappnet sein möchte. Da können wir drüber sprechen, was sich davon am meisten eignet. Kapazität überhaupt, also wie viel Energie kann überhaupt aufgenommen werden und vielleicht noch Dynamik. Beim Auto weiß ich, brauche ich sehr schnell viel Energie. Ja. Wogegen andere Speicherformen vielleicht nicht so schnell die Energie abgeben. Aber jetzt gehen wir noch mal einzeln durch. Ich glaube, das ist doch die Speichermethode, die am verbreitetsten ist, oder? Ja, also wenn man längere Speicherzeiten braucht, größere Energiemengen, also um eine Großstadt, wenn der Strom ausfällt, zu versorgen. Und da haben wir dann also zum Beispiel Erdgasspeicher oder eben eine Umwandlung von Power to Gas wäre dann sinnvoll bei Überschüssen in diesem Gigawatt-Bereich. Und das betrifft eben Großstädte oder die ganze Gesellschaft, da müssen wir meines Erachtens, weil sonst passt die Größenordnung einfach nicht, da müssen wir Power to Gas machen, weil man mit Gas, also Wasserstoff oder weiter umwandeln zu Methanol, also eine Flüssigkeit, da kann man eben wirklich über Stunden, Tage oder sogar Wochen die Energiemengen für eine Großstadt zu speichern. Und das kann man auch zurück umwandeln wieder in Strom mit einer Brennstoffzelle. Also chemische Energie kennen wir natürlich vor allem auch von Erdöl, ja. Erdgas, genau. Benzin, Diesel, alles chemische Energie. Die Kerze oder wie du gerade gesagt hast, der Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, das Methan aus dem Wasserstoff und das Methanol daraus wieder. Das wären alles chemische Energieträger und du sagst, großer Vorteil. Hohe Kapazität, lange... Ja, also es ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, um die im Augenblick anfallenden gewaltigen Überschüsse bei starkem Wind oder bei Sonne im Sommer, da reden wir über viele Terawattstunden, also das ist jetzt viel mehr als eine Kilowattstunde, um die zu speichern. Also da gibt es keine andere Möglichkeit. Okay, die zweite sehr bekannte Form ist natürlich elektrische Energie. Ist denn mit Batterie da schon alles gesagt oder gibt es da noch was anderes? Kann man auch noch in Glühwürmchen Energie speichern? Keine Ahnung. Nein, also es gibt zwei häufige Arten. Das sind die normalen Bleiakkus, Autobatterien und es gibt diese Lithium-Ionen-Batterien. Die sind allerdings viel teurer, haben aber eine höhere Energiedichte. Deswegen benutzt man die für die Elektromobilität. Für das große Stromnetz, also für Städte, gibt es auch Batteriespeicher. Die liegen aber eben im Megawattstundenbereich und zwischen
Terawattstunden, was wir für die Stromüberschüsse aus Wind und Sonne brauchen, und Megawattstunden, was ein Batteriespeicher kann, ist ein Faktor 1 Million dazwischen. Da ist nämlich noch die Gigawattstunde. Also das sind viele Größenordnungen. Batteriespeicher, da reden wir über Minutenkapazitäten für das große Stromnetz. Aber Sie können sehr rasche Stromschwankungen, also Input-Output-Schwankungen, abpuffern. Deswegen gibt es überhaupt Batteriespeicher für das große Netz. Also höhere Dynamik, weniger Kapazität. Genau. Bei den Batterien sehen wir ja in den letzten Monaten, kann man fast sagen, dass die immer leistungsfähiger werden, dass die Ladezeiten immer kürzer werden, dass man immer mehr auf weniger Gewicht, also viele Nachteile, die ja immer beschrieben werden von Batterien, scheinen sich ja allmählich aufzulösen. Ja, aber die Energiedichte, also es gibt zwei Dichten, die entscheidend sind. Wie viele Kilowattstunden kriege ich pro Kilogramm hin? Das heißt, wie viele Hunderte von Kilogramm Batterien muss ich mit meinem Auto rumkarren? Und auch das Volumen, also brauche ich irgendwie Kubikmeter an Volumen, um ein paar, meinetwegen 100 Kilowattstunden, was so eine Energiemenge für ein Auto ist, dass man ein paar hundert Kilometer weit kommt, wie viel Volumen brauche ich? Und da habe ich jetzt nicht so große Fortschritte gegenüber den Standard-Lithium-Ionen-Batterien gefunden. Wir reden ja darüber, ob sie geeignet sind, um den Strom aus dem Sommer im Winter zu speichern. Also Batterien können was abpuffern, was ich jetzt zum Beispiel auch schon gehört habe, dass der Strom nicht abgeschaltet werden muss, wenn man zu viel hat und den gerade nicht verbraucht, oder die Trasse nach Bayern, wo die Windkraftwerke nicht stehen, nicht da ist, da muss man ja im Moment abschalten, und für diese Zeit könnte ein Batteriespeicher schon mal eine ganz ordentliche Menge aufnehmen. Ja, aber die existierenden Batteriespeicher, ich hatte mal recherchiert, da reden wir einfach über Megawattstunden, und eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden, das sind 1000 Bleiakkus, und da kommen wir für eine Gesellschaft, für eine Stadt oder gar ein Land, also ein Bundesland, nicht weit. Wärme speichert Energie. Mich interessiert ja heute nur das Thema Strom. Also kann man Strom in Wärme speichern und dann aber wieder Strom draus machen? Das ist praktisch das, was mich... Ja, und das ist das große Problem, dass man zwar mit 100% Wirkungsgrad kann man also Strom in Wärme umwandeln, und mit einer Wärmepumpe kann man sogar mehr Wärme, also an Energie, haben, indem man Wärme aus der Umwelt irgendwohin pumpt auf ein höheres Niveau. Aber die Rückumwandlung ist ganz schwierig. Wenn ich auf einem Niveau bin von unter 100 Grad Celsius, also zum Beispiel einen Wasserwärmespeicher habe, also einen großen 100 oder 10.000 oder 1.000 Kubikmeter Wassertank, das gibt es ja in den Häusern jetzt meinetwegen im Sommer, die Wärme zu speichern für den Winter, aber nur für das Heizen. Aber um daraus Strom zu gewinnen, auf ein Niveau von 100 Grad oder 150 Grad, hat einen ganz schlechten Wirkungsgrad, weil der Rückumwandlungswirkungsgrad vom Wärme auf Strom skaliert mit der Temperatur. Und es muss über 200 Grad sein, sonst verliere ich einen Faktor 5 oder gar einen Faktor 10 an Energie. Die Wärme, die ich nicht mehr rückumwandeln kann, das ist dieser Carnot-Wirkungsgrad. Also jetzt hier ein großes Wasserbecken in den Garten machen und damit Wasser heiß halten über den Sommer, um dann im Winter daraus Strom gewinnen, funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Deswegen diese Salzspeicher mit Flüssigsalz, weil ich Flüssigsalz auf 500 Grad erhitzen kann, ohne dass es einen hohen Druck entwickelt. Und dann habe ich auf 500 Grad Niveau, kann ich eine Dampfturbine betreiben mit einem hohen Wirkungsgrad, also 30-50%, um daraus Strom zu gewinnen. Aber dann muss ich auf sehr hohe Temperaturen. Okay, wie sieht es mit der Kapazität aus? Also wir haben schon gesagt, chemische hat eine sehr hohe. Ja. Hier um Faktor 1000, glaube ich, weniger. Ja, noch mehr eigentlich. Wie sieht es bei der Wärme aus? Ja, also Wärme, das skaliert eben mit der Größe. Es gibt in der Schweiz irgendwo so ein Nullenergiehaus, das ist autark, und die haben dann im Keller eben einen Warmwassertank. Das wird aber nicht in Strom umgewandelt, sondern dient eher zum Heizen. Also irgendein gigantischer Tank, der warmes Wasser enthält, was im Sommer aufgeheizt wird. Es ist ungefährlich, weil es einfach nur warmes Wasser ist. Es muss allerdings perfekt isoliert werden, wenn man das über 3-4 Monate rüber retten will. Gibt es denn eine Anwendung mit einer hohen Kapazität vorstellbar für thermische? Also man muss immer zwischen dem unterscheiden, was es jetzt gibt. Und da gibt es keine hohe Kapazität. Es gibt diese Salzspeicher, also die mit flüssigem Salz arbeiten auf einem Temperaturniveau von 500 Grad. Da gibt es einen Tank für das kalte Salz, was aber immer noch flüssig sein muss. Das heißt, bleibt über 200 Grad, und einen für das heiße Salz. So, und jetzt kann ich Energie speichern, indem ich das Salz aus dem relativ kühlen Tank rüberpumpe in den heißen Tank. Und dann zurück kann ich es abkühlen, indem ich da eine Dampfturbine antreibe. Und das hat auch Kapazitäten im Megawattbereich. Da fehlt aber mindestens ein Faktor 1000 gegenüber dem, was wir überhaupt für eine Großstadt in Erwägung ziehen können. Es gibt noch eine zweite Anwendungsmöglichkeit, die was mit Salz zu tun hat. Und das sind eben die leeren Salzstöcke sozusagen, die luftdicht sind. Und daran kann man nun
einen Druckluftspeicher machen. Also jetzt mal dieser Dad-mäßig, ich stelle mir also vor, es wird Luft Ja, zusammengedrückt genau. mit Energie und die dort drin gespeicherte Energie kann man dann wieder freilassen. Erste Frage, zu welcher von den Speicherarten gehört das dann eigentlich? Es ist mechanisch und mechanisch hat schon mal den großen Vorteil, wenn Wärme nicht beteiligt ist. Das Problem ist immer, Wärme zurück umzuwandeln in Strom, weil Wärme ist eine Energieform niedriger Qualität und Strom und auch mechanische Energie wie Lageenergie hier von dieser Kugel hat eine hohe Qualität. So, also wenn wir bei Druckluftspeichern sind, dann würde ich sagen, ist das erstmal mit einem hohen Wirkungsgrad im Prinzip aus der Physik heraus verbunden. Das heißt, ich muss ein großes Volumen haben und das gibt es in Deutschland. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau wo, aber da wird so eine Kaverne eben, die Zahl habe ich mir gemerkt, auf 72 Bar hochgepumpt. Also 72-facher Überdruck. So ein Autoreifen hat irgendwie 2, 3 Bar, ja, und 72 Bar ist schon eine ganze Menge. Das hält aber das Gestein offensichtlich aus. Und dann kann ich die Luft wieder auspusten lassen und treibt damit einfach eine Art Föhn an, der dann wieder einen Generator antreibt, also eine Turbine. Eigentlich eine gute Idee. Das Problem ist nur, dass beim Komprimieren der Luft wird die Luft warm. So, und das heißt, ich pumpe die da rein, dann ist sie in der Kaverne warm, kühlt sich dann aber ab, weil die Kaverne, die Salzkaverne, ist ja nicht thermisch isoliert. Und diese Wärme habe ich dann verloren. So, nach einer Weile ist das Gas, was ich da komprimiert habe, auf 70 Bar, also kalt, also was auch immer die Temperatur im Erdreich ist. Und dann will ich die Energie rückgewinnen und lasse die komprimierte Luft über so eine Turbine, dann entspanne ich die und da kühlt die sich ab. Wenn ich Gas entspanne, also so rauspuffen lasse durch eine Düse, wird es kalt. Ja? Und das bedeutet, dass diese Turbine vereisen könnte, weil die Luft ja immer Luftfeuchtigkeit enthält. Und deswegen ist es ein Kombi-Gaskraftwerk. Ich mische also Erdgas dieser expandierenden Luft bei, damit die sich nicht abkühlt. Und dann kriege ich für die gespeicherte Energie in der Kaverne, da habe ich keine Wirkungsgradangabe gefunden, weil ich ja einmal Energie verliere durch das Erwärmen des Gases, das in die Umgebung, also in das Gestein abgegeben wird, und das zweite Mal durch das Abkühlen, was ich kompensieren muss. Und ich denke nicht, dass man da über 20-30% Wirkungsgrad komme. Auf der anderen Seite, für bestimmte Anwendungen sind diese Druckluftspeicher, die gibt es ja, vielleicht sinnvoll. Also sie können eben Kaltstart machen, das heißt, wenn gar kein Strom mehr da ist, kann ich trotzdem meine Turbine anschmeißen. Okay, also bei einem Blackout zum Beispiel. Zum Dann Beispiel mal könnte man wieder Blackout, Strom ja, haben. aber nicht so lange. Die Kavernen sind groß, wir kommen also auf 1000 Megawattstunden, ist also viel größer als die existierenden Großspeicherbatterien, Faktor ja, 100 ungefähr größer. Also eine Kaverne ist schon ordentlich was auf 70 Bar, Gigawattstunden, also eine Stunde für eine Großstadt. Noch einmal zum Rekapitulieren, weil mir das gerade so aufgegangen ist. Das heißt natürlich, um Strom in Strom zu wandeln, sind Batterien aber vom Wirkungsgrad her immer das Beste. Ja, 80, 90%. Von der Kapazität ist aber ein chemischer Speicher von Vorteil und der Wärmespeicher liegt dazwischen jetzt. Nee, Nein. der Druckluftspeicher liegt dazwischen. Der Druckluftspeicher, naja, der liegt auf einem Drittel, würde ich sagen. Also viel verliert man und Wärmespeicher hängt vom Temperaturniveau ab, aber da verliert man auch, also man gewinnt vielleicht ein Drittel zurück, wenn man gut ist. Übrigens bei chemischen Speichern, wenn du diese Kette machst, Strom, Wasserstoff, Strom über eine Brennstoffzelle, dann kommt man auf sehr hohe Wirkungsgrade, also deutlich über 50%, wenn nicht sogar 80%. Also Wasserstoff wäre da die physikalisch, chemisch gesehen die perfekte Lösung, hat aber ein paar Nachteile. In der Verbreitung, in der Speicherung, in dem Druck, in der Flüchtigkeit. Also das Speichern von Wasserstoff ist schwierig. Es braucht ziemlich viel Volumen, also erheblich mehr Volumen als Erdgas, weil es ein sehr flüchtiges Gas ist. Es lässt Metalle spröde werden, es ist also chemisch deutlich aggressiver. Ja, deswegen ist es für die Mobilität, jedenfalls für PKWs, eben ein bisschen problematisch, weil man da mit diesen Hochdruckspeichern arbeiten muss. Wir haben ja heute mal so einen Blick von ganz oben drauf, so wirklich so einen schweifenden Blick. Aber ich finde es als Überblick eigentlich mal ganz cool. Und jetzt sind wir noch bei der Lageenergie. Die finden wir ja zum Beispiel am bekanntesten natürlich in Pumpspeicherkraftwerken, wo Wasser hochgepumpt und dann wieder abgelassen wird. Oder ich dachte eben beim Druckluftspeicher in gewisser Weise auch noch. Oder eben jetzt bei dem, wo wir auch schon mal ein Video drüber gemacht haben, beim Betonspeicher. Also da gibt es ja verschiedenste Varianten. Das kann auch in die Erde reingeführt werden oder in der Schweiz. Das habe ich jetzt mal angefragt. Vielleicht haben wir die Chance, uns das mal anzuschauen. Im Tessin entsteht das gerade. So Kräne, ein Fußballplatz, große Anlage mit Kränen und Beton. Also eigentlich ist es ja ganz einfach. Ich brauche Energie, um es hochzuheben. Und wenn ich es wieder ablasse, entsteht was? Das ist ja die Formel M mag G mal H. Das ist eine Formel, die man im Physikunterricht, glaube ich, ziemlich am Anfang irgendwann mal lernt. Masse mal die Erdbeschleunigung, das hat was mit dem Gravitationsfeld zu tun, mal die Höhe.
Und da bin ich drauf gekommen, wenn ich eine Kilowattstunde, also für einen Haushalt ist das eine Größe, wo man da wenigstens mal eine Stunde weit kommt, wenn ich die speichern will, dann muss ich, ich glaube, eine Tonne 370 Meter hoch oder 330 Meter hoch. Ja, ja, es kam raus. Ich habe es dann nochmal, also vielleicht gibt es dann Proteste aus dem Netz. Also vielleicht habe ich mich verrechnet. Das ist also eine schöne Rechenaufgabe. Also ein Kilogramm mal ein Meter mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat gibt 10 Joule. Und eine Kilowattstunde, also die Umrechnung von Joule auf Wattsekunden ist ein Joule ist eine Wattsekunde. Das heißt, eine Kilowattstunde sind 3,6 mal 10 hoch 6 Joule. Und da kommt raus eine Tonne 360 Meter. So, und dieser Turm im Tessin, der da jetzt nächstes Jahr wo in Betrieb geht, also zumindest stand das im Netz, der hat dann eben 35 Tonnen Betonwürfel, also ein Würfel, 35 Tonnen, ist 100 Meter hoch. Und man braucht also mehr als 100, ich glaube, ein paar hundert von diesen Würfeln. Mhm. Und dann kommen sie auf eine Speicherkapazität von 35 Megawattstunden. Also sowas in der Größenordnung hatte ich gelesen. 35 Megawattstunden? Ja, Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden. Und wir brauchen für eine Großstadt Gigawattstunden. Ja, also da sind immer Faktor 1000 dazwischen. Dann ist aber schon ein Fußballplatz weg. Ja, es sind dann so sehr viele Gewichte, die eben rauf und runter gehievt werden. Vielleicht hat es ja besondere Anwendungen. Ich hatte mich gefragt, wir haben eine Warnung in der Schweiz vor Stromausfällen ab nächstes Jahr. Okay. Wenn wir jetzt mal eine halbe Stunde oder vielleicht einen ganzen Abend einen Stromausfall haben, dann würde ich mir dafür für diesen Zweck eben zu Hause unten im Keller ein paar Bleiakkus hinstellen. Da kann ich mir einen Speicher mit 10 oder 20, 30 Kilowattstunden kann ich mir da hinstellen für ein paar tausend Euro und habe dann einfach weiter Strom. Und die andere Möglichkeit, das ist eigentlich die idealistische, die gibt es übrigens auch für die Eigenheimleute, nämlich die Umwandlung in Wasserstoff über Elektrolyse und dann über Rückumwandlung über eine Brennstoffzelle. Es gibt es, glaube ich, inzwischen zu kaufen. Aber da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, HPS, ja, ja. Und werde demnächst noch mal jemanden in Bayern besuchen, der was ganz Ähnliches macht. Ah, genau. Und das sind eigentlich Sachen, diese Umwandlung ist interessant, aber ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer, weil eine Brennstoffzelle ist jetzt nicht so richtig billig. Aber da würde man eben auch im Prinzip mehr speichern können. Das hängt dann nur noch von der Größe des Wasserstofftanks ab. Lass mal, wenn wir gerade beim Idealen sind, zum Schluss nochmal, ihr seht, das ist ein Überflug hier, der natürlich seine Tücken hat, aber trotzdem, ich hoffe, dass es ein bisschen spannend ist. Wir betrachten diese Sachen jetzt gerade sehr isoliert, ja. Aber eigentlich hängen sie ja zusammen, weil zum Beispiel bei Verbrennung entsteht ja, wenn man Strom macht, eben Abwärme. Ja. Und dasselbe gilt ja auch eben für Wasserstoff. Und ich habe jetzt gerade kürzlich ein Interview gemacht, mit jemandem, der so ein Testdorf in Schleswig-Holstein, glaube ich, hat oder sowas, oder Nordfriesland. Und der sagt eben, er hat einen Wirkungsgrad von 95% ja. bei seiner Anlage. Und unter anderem auch deswegen, weil eben die Wärme genutzt wird. Ne? Ja. Dann sind wir natürlich außerhalb von diesem eigentlich heutigen Thema Strom zu Strom. Ja. Aber wenn man eben die Wärme noch mitnutzt, kommt man offensichtlich mit Wasserstoff doch zu ganz ordentlichen Wirkungsgraden, weil es immer heißt, Wasserstoff, weiß doch jedes Kind, der Wirkungsgrad ist so schlecht. Also ich meine, Elektrolyse, Umwandlung, Strom in Wasserstoff hat, glaube ich, einen sehr hohen Wirkungsgrad. Da sind wir mal 80-90%, wobei die Angaben, die variieren im Netz und was dann wirklich eine bezahlbare Elektrolysemaschine wirklich bringt, das muss man dann in der Praxis anschauen. Aber ich denke, man kommt weit über 50 bis vielleicht 80-90%. So, dann hat man den Wasserstoff und dann will man den zurück in Strom umwandeln, das geht mit einer Brennstoffzelle. Und da komme ich in der Theorie zumindest auch auf sehr hohe Wirkungsgrade. Dann ist immer die Frage, was bringt denn eine bezahlbare Brennstoffzelle? Also ich finde diesen Weg erstmal als den vielversprechendsten. Das Problem ist die Speicherung des Wasserstoffs, ja. Wenn es dann wirklich um Megawattstunden oder noch mehr geht. Und wenn man eben, wie ich in meinem vorletzten Video beim Herrn Gumpert gemacht habe, den nochmal in Methanol umwandelt oder doch wieder in ein Öko-Fuel sozusagen, was ja auch so eine Tendenz ist, dann verliert man halt tatsächlich viel Wirkung. Ja, richtig? Daran wird aber entwickelt, das ist also was nicht fertig entwickelt ist. Das ist ein Schritt, muss man den Wasserstoff nehmen und noch andere Gase beimischen und schickt das über einen Katalysator und dann wandelt es sich in eine Flüssigkeit um, die ich ja viel besser speichern kann als diesen extrem leichtflüssigen Wasserstoff. Und da verliere ich, also das ist erstmal eine Frage des Wirkungsgrades, aber in der Theorie kann auch dieser Wirkungsgrad unter idealen Bedingungen, das heißt sehr teuer dann, kann ich aber doch über 50% oder noch mehr erreichen.
Das geht schon. Dann habe ich Methanol. Und das Methanol, gut, das ist dann natürlich wieder was, das würde ich ja nicht unbedingt in Strom umwandeln wollen, weil das ist wieder schwierig, Methanol über eine Brennstoffzelle zu verstromen. Das Methanol kann ich zum Beispiel benutzen, um ein Flugzeug damit zu betreiben. Das wäre dann eben Ökotreibstoff. Das ist dann wieder eine Verbrennung. Ja, aber die Verbrennung hat natürlich wieder nicht diesen hundertprozentigen Wirkungsquerschnitt. Aber wenn wir weiter fliegen wollen, dann brauchen wir einen chemischen, flüssigen Energieträger. Das geht nicht mit Batterien, auch nicht mit Wasserstoff und Ähnlichem. Die Tanks müssen leicht sein. Und es braucht eine hohe Energiedichte. Und das ist ja nun mal Kerosin oder eben wenigstens Methanol. Also ich habe mal konkret jemanden gefragt, wenn man jetzt auf Wasserstoff umstellen würde, weil auch Volker Quaschnik sagt, man könnte dann die Gasnetze benutzen. Und dann habe ich eben konkret gefragt, was müsste man denn dann ändern? Und dann hat er gesagt, man müsste nur Ventile austauschen und Verbindungen teilweise. Ja, das Gasnetz ist, glaube ich, tolerant im Augenblick für so ein paar Prozent Wasserstoff. Also wenn man jetzt Wasserstoff erzeugt, kann man ein bisschen einleiten. Aber der Prozentsatz darf nicht zu hoch werden, weil dann die Materialien dafür nicht ausgelegt sind. Die werden also spröde nach einer Weile. Und die müsste man dann ersetzen. Ja, aber ob das nur ein paar Ventile sind, ja, das weiß ich nicht so recht. Ja, der hatte gesagt, es sei wesentlich günstiger als neue Leitungssysteme. Ach so, auf jeden Fall ja. Und es war nicht so teuer, war allerdings auch jemand von einem Energieversorger. Wir haben immer jemanden, der ein Interesse hat. Unser Interesse hier und heute ist, einen Überblick zu schaffen und den Kopf offen zu halten. Mir ging es auch gerade nach den letzten Videos heute ein bisschen darum, einfach mal zu zeigen, es ist nicht ein Entweder-Oder. Es gibt Vorzüge von einzelnen Speicherformen. Kommt aber auch auf die Anwendung an. Und mir geht es eigentlich darum, dass man den Kopf offen hält und nicht was sofort ablehnt, weil zum Beispiel Methanol ist ja Unsinn, der Wirkungsgrad ist so klein. Es ist immer die Frage, was ist das Ziel? Für welche Anwendung? Ja, genau. Und ich glaube, das war heute ein interessanter Überblick. Also ich finde, den Druckluftspeicher und die Betonklötze, die sind schon, sagen wir mal, aus physikalischer Sicht irgendwie ansprechend. Ja. Ja. Aber ob sie praktikabel sind, das weiß ich nicht. Da wird es auch nochmal eigene Videos früher oder später zu geben. Ich hoffe zunächst mal, euch hat dieses Video gefallen. Ganz herzlichen Dank, lieber Gerhard Gante, für. Besucht natürlich seine Kanäle, liked dieses Video, kommentiert fleißig, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.